das ist unser leckerer Krawallkuchen. Und wenn ihr sehen möchtet, wie man den macht, bleibt dran. Das ist jetzt Krawallkuchen vom Blech. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ein bisschen Krawall, ja, aber nicht so viel. Hallo Freunde, neues Jahr, neues Glück. Wir sind heute auf Krawall gebürstet und brauchen einen neuen Kuchen. Der nennt sich nämlich Krawallkuchen. Ja, Spaß beiseite. Der heißt Krawallkuchen, weil oben richtig was im Belag drin ist. Wir haben da nämlich nachher Butterkekse drin, Nüsse, Schokolade. Und dann ist es so ein, ja, wie soll man sagen, wie so ein Aufruhrkuchen, Krawallkuchen. Ihr seht es ja. Für den Teig brauchen wir etwas Mehl, Zucker, Backkakao, weil es ein dunkler Teig wird. Wir machen da saure Sahne rein, Eier, Butter, Vanillezucker, etwas Backpulver und Natron. Und das war dann eigentlich schon. Nüsse. Nee, die Nüsse sind ja für den Belag nachher. Kokosfett. Das ist nachher für den Belag hier. Puderzucker, Kekse für den Belag. Wir brauchen zunächst 200 Gramm Zucker, aber die genauen Mengenangaben setze ich euch ja wieder unten in die Infobox rein. Wir brauchen 250 Gramm Mehl. 250 Gramm Mehl. Dann brauchen wir 150 Gramm Butter. Ich habe jetzt hier so ein kleines Stück und muss dann vom anderen Stück noch was dazu nehmen. Das machen wir uns hier so in Stückchen alles gleich rein. Das kann alles mit einmal verrührt werden. Dann kommt da ein Becher saure Sahne rein. Dann brauchen wir zwei Eier. Vanillezucker für den süßen, leckeren Vanillegeschmack. Oder eine Schote, wer hat. Oder eine Schote, wer hat. Findet immer einfacher mit dem Vanillezucker. Dann kommt da ein Teelöffel Natron rein. Also in so ein Päckchen ist eigentlich ist gar nicht mehr drin. Naja, doch, sind zwei Teelöffel. Lass mal einen Teelöffel. Dann brauchen wir ein bisschen Backpulver. Das soll eigentlich bloß so eine Messerspitze sein. Ich mache hier so ein bisschen was auf den Löffel. Fertig. Der Löffel ist da fast jetzt selber. Ja. Und 3 Esslöffel Backkakao. Gehäufte? Da steht immer bloß Esslöffel. Also gehäufte. Soll ich auch Geschmack kriegen. 3. So, und das muss jetzt alles schön zu einem, naja, glatten Teig verrührt werden. Schauen wir mal. Und die Milch? Eigentlich soll da keine Milch rein, das ist für den Belag. Mein Kameramann ist immer ein bisschen zu schnell. Aber der Teig ist mir sowieso zu fest. Mal gucken, ob wir doch Milch reinmachen. Also ich backe den Kuchen jetzt das erste Mal. Ich habe das Rezept von einer Freundin. Leider steht da nicht dabei, ob der Teig jetzt flüssig oder was weiß ich sein muss. Aber der ist zu fest. Der ist mir zu fest. Ich mache da einfach einen Schluck Milch rein, damit er sich kneten lässt. Das sind jetzt so ungefähr 3-4 Löffel. Und dann lasse ich ihn weiter rühren. Alles von vorn. Ab und an muss man den Teig mal ein bisschen hier vom Rand runter machen. Das habe ich jetzt gerade wieder. Und dann weiter rühren lassen. So sieht unser Teig dann jetzt fertig aus. So gefällt er mir. Und dann kann er auf das Blech drauf. Und verteilt werden. So nach Möglichkeit dann gleichmäßig verteilen. Versuchen jedenfalls. Man sagt immer dicke und mal dünne Stücke. Mhm. Die dicken für dich, die dünnen Stücken für mich. So ist es. Aschenputtel. Die Ähnlichkeit ist aber auch verblüffend, ey. Und jetzt kann der Kuchen dann bei 150 Grad Umluft gebacken werden. Wer jetzt Ober-Unterhitze nimmt, nimmt 180 Grad. Wir schieben den jetzt rein und jetzt dauert es 20 Minuten. Während unser Kuchen dann jetzt im Ofen ist, können wir uns schon mal um den Belag kümmern. Also erstmal um die ganzen Zutaten. Da kommen nämlich jetzt 100 Gramm Butterkekse rein. Da kommen Nüsse rein. Da könnt ihr euch aussuchen, welche Nüsse ihr gerne mögt. Ihr könnt da Haselnüsse reinmachen. Ihr könnt da gehackte Mandeln reinmachen, auch wenn es keine Nüsse sind. Ihr könnt da Cashewkerne, was weiß ich. Wir nehmen Walnusskerne, weil wir die besser kauen können. Und ihr habt ihr vielleicht auch zu nehmen. Davon brauchen wir 100 Gramm jeweils. Und das muss dann eben alles klein gemacht werden. Und die Kuvertüre? Kommt später. Ja.
dich schon wieder kirre? Ja, wenn du mal dazwischen, wie soll man sich dann merken, welchen Schritt man jetzt als nächstes braucht, wenn du immer schon 5 Schritte weiter vor bist? Bist du denn eher nervös? Echt, ey, manchmal gehst du dir auf den Nerven. Nervig dich? Du kriegst gleich so eine Beruhigungstablette, damit du hier bloß noch einen Knopf an und aufmachen kannst. So, also alles schön zerbröseln, also ihr müsst so Stückchen lassen, das soll ja ein bisschen knabbern und knacken nachher noch. Nicht ganz doll zerbröseln. Nur so ein bisschen zerbröseln. Vorsichtig. Also wenn mein Mann das jetzt machen würde, würde wäre das Pulver. Ja. So dürfen wir das nicht machen. Wir machen so Stückchen. Und die ganze Packung? Nee, da sind jetzt hier, sind jetzt 2x200 Gramm drin. Und von den 1x200 Gramm Stange, die ist die Hälfte. Ich habe schon eine angefangen, weil wir schon was anderes gemacht haben. Also verarbeite ich erstmal meine angefangene Packung. Musst du immer drauf rumreiten, dass ich jetzt was andere Türen nehme. Du haust ihn immer eine Pfanne, das ist vom Feinsten. Warum schreist du mich immer so an? Wenn ich dich anschreie, das merkst du. Also. Mach das ordentlich. So. So sieht das dann jetzt ungefähr aus. Haben wir schon mal das erste erledigt. Jetzt kommen wir zu den Nüssen, da sind ja jetzt auch 200 Gramm drin, also wenn ihr jetzt 110 Gramm habt oder 120 Gramm, ihr könnt auch mehrere machen, wenn euch das wirklich gut schmeckt. Das wissen sie doch noch ja nicht, wenn sie es nicht probiert haben. Genau, das ist jetzt hier ein bisschen viel. Also legen wir jetzt fest, was? So ungefähr sind 100 Gramm, ich mache das immer nach Gefühl und dann werden die ein bisschen zerkleinert. Also soll ja noch ein bisschen Biss sein, aber keine ganze Nuss. Da wir nicht mehr so gut reißen können, machen wir ein bisschen kleiner. VOB gibt es nicht mehr. Kein volkseigenes mehr. Die sind jetzt ganz teuer, die früher VOB waren. VOG. VOB, VOG. Das sieht aus, als wenn du das mal gelernt hättest. Ja, wenn man nicht immer darauf achtet, was du da gerade sammelst, dann fällt dir in. Man kann das ja auch einfacher machen und braucht da nicht jedes einzelne. Echt, du bringst mich mal richtig aus dem Konzept. Ja klar, gib doch mal immer die anderen die Schuld. Ja. Ja, ich bin ein bisschen verjässlich. Das fällt mir mal ein bisschen später ein. Aber Ina muss ja Schuld haben. Das ja. Ist gut. Ja. Na gut, dass ich mich hier weiter wegstehe. Dann kommen die Nüsse schon mal zu den Keksen dazu. Nächste Teil fertig, abgehakt. Wenn der Kuchen fertig ist, bist du gestresst ohne Ende. Echt, ey, wenn man dich eine Stunde so neben sich stehen hat, dann ist echt, dann brauche ich einen Kaffee. Wenn ich rauchen würde, würde ich eine Zigarette rauchen oder vielleicht eine Packung. Brauche dann Schokolade. Und da das ein wirklich leckerer Kuchen werden soll, Schokolade, über Schokolade und nochmal Schokolade, kommen jetzt noch 100 Gramm Blockschokolade, die raspeln wir. Haben wir jetzt Zeit, solange wieder Kuchen backt. So, wir haben jetzt eine ganze Menge geraspelt. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Jetzt wird gehackt. Ich weiß nicht, wer das Raspeln erfunden hat. Der fand das bestimmt ganz toll. Aber raspelt mal 100 Gramm Schokolade, das geht ganz schön auf den Knochen. Wir machen uns das jetzt ein bisschen einfacher. Warum einfach, wenn es auch schwer geht, hat der sich bestimmt gedacht. Aber wir machen es einfacher. Wir raspeln uns die Schokolade nicht, wir schneiden sie jetzt. Und dann wird sie schön klein gehackt. Soll ich euch mal was verraten? Hm? Das Raspeln hat ja viel zu lange gedauert. Das, ja, viel zu anstrengend, viel zu lange. Man kann sich das alles auch ein bisschen vereinfachen, das hier geht viel besser. Und hat den gleichen Effekt. Ja, ist ein bisschen gröber die Schokolade, aber man weiß nicht, vielleicht ist es besser. Die gefährlichste Stelle. Die Finger. Kannst du gleich machen hier. Du wusste, ich wusste. Wenn es gefährlich wird, muss der Alte ran. Soll ich meine Finger auffahren? Der Alte verlustig wird, ist das nicht so schlimm. Du hast es gelernt. Ihr schafft also echt. Bin ich geschafft. Das Zeug ist geschafft. Und ich habe mich hier amüsiert. Ich habe mich amüsiert. Ja, schön von weit weg, ja. Und jetzt haben wir hier eine Nuss-, Keks-, Schokoladenmischung, die wir nachher verarbeiten mit Kokosfett, Kakao, Ei. Wird eine schöne, ein schöner Guss, eine schöne Glasur, ein schöner, wie sagt man dazu? Fluffiger. Eine Füllung oder ein Deckel.
Ach, was das alles gibt. Und unser Kuchen backt jetzt immer noch. Wir können aber trotzdem schon mal unser Kokosfett auflösen, damit sich das dann auch gleich wieder ein bisschen abkühlen kann. Also es muss geschmolzen sein, aber nicht dolle heiß. Jetzt lassen wir das im Topf erstmal in Ruhe vor sich hin schmelzen. Wenn du das klein geschnippelt hättest, dann wäre es bestimmt schneller durch. Ja, schön. Klugscheißer, ja. Hättest du machen können. Wenn er vorher manchmal mit manchen Tipps so rüberkommen würde, so als Profi. Und wenn ich manche Sachen so das erste Mal mache, gut, ich habe jetzt Kokosfett bestimmt schon 100 Mal geschmolzen, aber ich lasse das einfach immer so schmelzen. Und fertig. Man kann es natürlich klein schneiden. Und dann geht das ganz ruckizucki. Und dann geht das ganz ruckizucki, vielleicht. Oder auch nicht. Glaubt ihr ja noch nicht so richtig. Ihr nervt bist du trotzdem. Echt, ey. Sappe. Ich kann verstehen, warum manche sagen, ja, halt endlich mal die Klappe. Und ihr wüsstet, wie Janik das manchmal hätte, dass er ab und zu mal die Klappe hält, aber nee, das macht er nicht. Nur Klugscheißern. Nur Klugscheißern aus der Ferne. Machen nicht Klugscheißern. Unser Kuchen ist dann jetzt zwischenzeitlich gebacken. Der kann jetzt ein bisschen abkühlen und wir können uns weiter um den Belag kümmern. Siehst du, Belag heißt das. Wir können nicht drauf kommen. Belag. Belag heißt das. Belag. Und ja, du hattest recht, Kokosfett schmilzt schneller, wenn es in kleinen Stücken ist. Hättest du mir auch vorher sagen können, bevor ich das Ganze drin mache. Du fragst mich ja nicht. Aber ist egal, sonst habe ich ja immer Zeit. Du hättest mich bloß immer. Wenn du dabei bist, dann musst du immer alles ein bisschen schneller gehen. So, wir haben jetzt das Kokosfett, kann jetzt ein bisschen abkühlen, während wir noch weitere Zutaten reinmachen. Wir brauchen da natürlich Puderzucker, dann nehmen wir 6 Löffel, schön hier Hälfte Löffel. 1. Sechs Löffel Puderzucker. Dann brauchen wir 3 Esslöffel Kakao. Das kann jetzt auch ruhig gehäuft sein, das kann schön schokoladig schmecken. Ja. Das verrühre ich jetzt erstmal. Währenddessen kann immer noch dieses Kokosfett ein bisschen abkühlen. Muss abkühlen, damit wir da die Eier nachher reinmachen können. Das habe ich mir jetzt nicht getraut zu sagen mit dem Schneebesen. Ja, ich muss den Löffel nachher für die anderen Sachen nehmen. Hab gedacht, ich spare mir jetzt einen Teil, aber nee, das geht nicht. Aber durch den Schneebesen wird der Zucker besser ausgelöst. Kleiner Klugscheißer ist schon okay. Ja, ich weiß. Das ist mein Leben zu greifen. So, dann können wir jetzt schon unsere Eier reinmachen. Also das ist so warm oder so kalt, dass ich mit dem Finger reinfassen kann, dass da nichts mehr ist. Dass das nicht heiß ist. Das Ei darf nicht stocken. Genau. Und die zweite auch noch. Schön unterheben. Schön unterheben. Dann wird jetzt so eine schöne glänzende Masse jetzt. Genau, darum ist das Ei da drin. Wegen der Glasur. Genau. Und Milch, oder? Dann sollen da so 3 Löffel Milch rein. 1, 2... Schöne Löffel hast du ja. Wunderschön, ja. Extra ganz alte. Nur dann erstmal um und dann genau, verteilen und unterheben. So. Jetzt kommen dann die anderen Zutaten mit rein. Das wird jetzt hier untergehoben und dann haben wir unseren Belag fertig. Und das ist dann jetzt. Interessant sieht es ja aus. Diese Krawall. Weil da so viel Kram drin ist. Krawall. Ist ein bisschen wie kalte Schnauze auf dem Blech. Auf dem Blechkuchen. Ja, also meine Mutter und Oma haben das immer gemacht ohne den ganzen drin da. Nur die Schokoladenglasur. Nur Schokolade auf dem Kuchen. Ja, so kenne ich das eigentlich auch. Wie gesagt, das ist ein Rezept von einer Freundin. Ich kriege jetzt öfter mal Rezepte. Das jetzt nicht mehr meine Rezepte sind, die ich dann alle das erste Mal ausprobiere, aber dann seht ihr, welche Probleme ihr am Anfang habt, wie ich. Ja, wenn da nicht richtig dabei steht, ob der Teig jetzt ein flüssiger ist oder ein dicker, weiß man nicht, welche Rührdingens man nehmen muss. Ist halt so. Unser Kuchen ist dann jetzt auch so, naja, leicht kalt, ist nicht mehr heiß, vielleicht noch ein bisschen warm. Da kommt jetzt dann die Menge drauf. Aber dann lässt sich das bestimmt auch leichter verteilen. Ich bin mal gespannt. So, jetzt muss man das alles versuchen, schön
gleichmäßig zu verteilen oder einigermaßen gleichmäßig. Geht besser jetzt, ja. Den Rand kriegt mein Mannig, ist die Mitte, wo das meiste drauf ist. Der Aschenbrödel. Ja, du bist das Aschenbrödel, nicht Ecke. Das weiß ich. Das wissen die Leute auch am anderen Ende des Bildschirms. Du kriegst die Reste. So, aber jetzt, naja, lässt sich verteilen. Hat der eine ein bisschen mehr Keks und der andere ein bisschen mehr Soße. Das geht so. Sieht das nicht lecker aus? Sieht schon mal cool aus. Sieht schon mal interessant aus. Mit dem ganzen Bummel drinnen da. Das, den ganzen Grummelmummel. Da muss man erstmal drauf kommen. Ja, das da alle drin zu manchen, habe ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Aber, naja. Bin ja froh, wenn ich immer mal neue Rezepte kriege. Kann man schön mal was Neues ausprobieren, sonst isst man ja immer das Gleiche. Ja. Denke mal, jetzt lassen wir es schön abkühlen. Und dann sehen wir uns beim Essen wieder. Nee, da sehen wir uns nicht. Kurz vorm Essen. Wir beide sehen uns vielleicht beim Essen wieder, wenn du mich wieder rauslässt aus der Kammer. Aus der Küche, wenn du aufgeräumt hast hier. Nach 2 Stunden ungefähr ist dann unsere Masse hier oben drauf fest. Belag hast du gesagt. Unser Belag. Und dann sieht man, wenn man aufgeschnitten hat, ab und zu mal Nüsse, mal Kekse, Schokolade, schokoladigen Boden. Der ist so lecker, das hat sich wirklich gelohnt. Innen drin dann nochmal die Schokolade, die wir geraspelt und gehobelt haben oder zerhackt und gehobelt haben. Also der lohnt sich wirklich zu machen. Also alle, die auf Krawall stehen, hier Krawallkuchen. Also das Rezept mache ich euch unten in die Infobox, damit ihr genau wisst, was da reinkommt. Probiert ihn also ruhig mal aus. Der ist wirklich, wirklich lecker in diesem Sinne. Bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das ganz, ganz einfach und öfter mal ein bisschen lustig. Und tschüss. Und tschüss.